Seit 2010 bin ich bei der Entwicklung des Münch E-Bikes mit dabei. Diesen Winter haben wir wieder große Schritte getan und wir wissen, unseren Titel, den Weltmeistertitel, auch in 2012 zu verteidigen. Wir sind natürlich total heiß auf die Saison 2012. Wir erwarten jede Menge neuer Teams in der FIM und im TTX-GP. Besonders freuen tut sich das ganze Team auf Laguna Seca. Denn diesmal lassen wir uns von den Amis nicht mehr den Arsch versohlen. Die Ergebnisse in der Vergangenheit waren nicht zufriedenstellend für uns. Und jetzt haben wir eine Waffe geschmiedet, dass sich die Amis warm anziehen können. Wir haben im Winter nicht nur an dem neuen E-Bike gebaut und weiterentwickelt, sondern haben sehr viel Arbeit um unsere Homepage gemacht. Wir haben PR-Arbeiten gemacht, wir haben Presse, Kontakte hergestellt. Wir sind mit Filmteams losgezogen, haben neue Ideen geknüpft und all das wird uns und unseren Sponsoren in 2012 hoffentlich zugutekommen. Habe ich euch schon erzählt, was ich richtig klasse finde? Mit einem Elektromotorrad beim Training mit den Verbrennern gemeinsam außenrum die Verbrenner zu überholen. Und das kannst du mit einem Elektromotorrad machen. Und das bringt mir so viel Freude. Der Unterschied ist halt, du hast keine Lastwechselreaktion. Du musst das Fahrwerk nicht auf Kompromisse abstimmen. Du bist pfeilschnell in den Kurven auf der Bremse. Das Leistungsminus, was wir haben gegenüber den Verbrennern, können wir komplett wieder eliminieren. Genau durch diese Punkte, die ich euch eben versucht habe zu erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Aber noch besser fände ich, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Ruft mich einfach an. Vielen Dank an unseren Teamchef, an das gesamte Team und natürlich an unsere Sponsoren. Ohne jeden einzelnen von euch wäre der Traum von zweifachen Weltmeister überhaupt nicht möglich gewesen. Danke.